Sie sind hier, 7. November 2018, 12.23 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Lena Gößling bleibt dem VfL Wolfsburg treu. Urheberrecht Getty Images. Der VfL Wolfsburg verlängert den auslaufenden Vertrag von Nationalspielerin Lena Gößling. Sarah Gunnarsdottir fällt derweil verletzt aus. Nationalspielerin Lena Gößling hat ihren auslaufenden Vertrag bei Double-Gewinner VfL Wolfsburg um 2 Jahre bis 2021 verlängert. Das teilten die Niedersachsen mit. Die Olympiasiegerin und Europameisterin von 2013 war 2011 vom SC 07 Bad Neuenahr nach Wolfsburg gewechselt. Seitdem gewann die 32-Jährige mit den Wölfinen zweimal die Champions League, viermal die Meisterschaft und fünfmal den DFB-Pokal. Allerdings muss der VfL in den kommenden Wochen auf Sarah Gunnarsdottir verzichten. Bei der isländischen Nationalspielerin wurde nach Vereinsangaben eine Sehnenverletzung am Fibula-Kopf diagnostiziert, die eine 4- bis 6-wöchige Ausfallzeit zur Folge hat. Gunnarsdottir hatte bereits beim Champions-League-Gastspiel bei Atletico Madrid 6:0 und bei der Bundesliga-Party beim MSV Duisburg 2:1 gefehlt. Neben der 28 Jahre alten Mittelfeldspielerin fehlt den Wölfinnen zurzeit auch Torhüterin Almut Schuld. Sie musste ihre Teilnahme an den kommenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft wegen einer Sprunggelenksverletzung absagen. Von Sportinformationsdienst.